Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 143 der Erfolgsfans. Felix und ich haben die Auswärtsfahrt nach Madrid mitgemacht und haben dort eine Stadionfolge aufgenommen, die sehr wirr, chaotisch, emotionsgeladen und irgendwie, naja, anders ist. Wir haben erst sogar überlegt, ob wir die veröffentlichen sollen, aber ich denke mal, ihr und eure Ohren, ihr könnt ja selber entscheiden, dann, ob ihr weiterhören wollt. Erst sind wir total aufgekratzt und auch wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Bier zu viel zu hören vor dem Spiel nach dem Fanmarsch zum Santiago Bernabéu. Da haben wir auch einen Gast und danach sind wir halt in der völligen, naja, in der völligen emotionsgeschwängerten Stimmung während der Blocksperre auf dem Weg aus dem Stadion raus und dann im Bus zu hören. Hört einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn es euch trotzdem gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich entlasse euch jetzt in diese besondere Stadionfolge der Erfolgsfans. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 134. Wir sind im Schatten des legendären Estadio Bernabéu. Ich muss mich vorab schon entschuldigen, weil es war ein harter Tag. Ich habe wenig geschlafen heute Nacht. Ich bin krank. Ich habe ein paar Biere getrunken, danke Felix. Oh, du Pussy. Oh, genau. Aber wir stehen hier und wir haben sogar einen Gast dabei. Und der Gast, der darf sich jetzt auch selbst kurz vorstellen. Servus, Gunnar. Ja, servus. Ich bin der Gunnar. Und offensichtlich der Nüchterne in der Runde. Ja, das könnte so stimmen. Stell dich doch mal kurz vor. Wo kommst du her? Wie bist du zum FC Bayern gekommen? Ja, ich wohne und lebe in Wiesbaden. Bin seit Kindheitstagen Bayern-Fan. Wie das halt so damals in der hessischen Diaspora halt so war. Die Eintracht war weit weg. Die hat uns damals nicht interessiert. Und ja, die coolen Jungs haben halt bei Bayern gespielt. Das war so halt so die Zeit so. Rummenigge und solche, die wir heute nicht mehr so gar so großartig finden als Funktionäre. Aber das war damals so mein erster Fußballheld, glaube ich. Also wir reden so von der ersten Hälfte der 80er. Ja. Und ja, seitdem immer dabei geblieben. Cool. Genau. So, kann ich vielleicht gerade noch dazu erwähnen. Seit ja, mittlerweile auch schon über 10 Jahren habe ich noch so ein zweites Fußballherz. Oder in meinem Fußballherz ist noch Platz für einen zweiten. Zwei Herzen schlagen in deiner Brust. Es ist noch Platz für einen zweiten Verein, nachdem uns plötzlich ein Zweitligist damals vor die Tür gesetzt wurde. Der SVW in Wiesbaden. Oh, okay. Und zudem blogge und podcaste ich auch ein bisschen. Und ja. Wie kann man dich finden da? Auf Twitter unter Stehblock. Das Blog unter stehblock.de, also mit einem G am Ende, wie der Blog. Und der Podcast heißt Niemals Erste Liga bei iTunes oder... Da ist der Name Programm bei dir. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, cool. Aber wenn wir jetzt schon einen Gast haben, müssen wir ihn natürlich auch fragen, Stehblock Gunnar, wie zufrieden bist du mit unserem Trainer? Mit unserem Trainer? Neuen. Achso, mit dem Neuen? Für nächste Saison. Ja, müssen wir mal abwarten. Ne? Also, ich... Hab noch gewisse Zweifel, ob er schon das Format für Bayern hat. Also das Selbstbewusstsein hat er sicherlich, das ist schon mal gut. Also er macht sich nicht kleiner als nötig. Taktisch variabel scheint er auch zu sein, nach allem, was man so mitbekommt. Also auch in Frankfurt hat sich ja was entwickelt. Gut, jetzt in den letzten Wochen lief es jetzt nicht mehr gar so gut, seit dieser etwas unglücklichen Kommunikation, um es mal ein bisschen vorsichtig zu beschreiben. Ja. Aber... Also ich meine, auch da die letzten drei Spiele jeweils mit 3 Toren Abstand verloren. Er hat ja darauf bestanden, dass das Spiel in Hoffenheim oder gegen Hoffenheim haben sie ja noch einen Punkt geholt, wobei das ja vor der offiziellen Bekanntgabe war. Da war so ein kleiner Lapsus noch drin. ja, also ich habe schon die Hoffnung, dass das durchaus funktionieren kann. Aber ich bin da relativ entspannt, falls das irgendwie krachend in die Hose geht und man dann irgendwie, keine Ahnung, dann im Oktober wieder bei Jupp vor der Tür steht und fragt, kannst du bis zum Ende der Saison? Oder wer auch immer. Oder wer auch immer dann wirklich kommen mag. Mei, dann ist halt mal eine Saison spannend. Das wäre ja auch nicht das Schlimmste. Naja, aber okay. Aber würdest du jetzt nicht sagen, du siehst jetzt gerade, wie Nagelsmann performt. Dass Nagelsmann es dann schafft, nach all den Abgängen und so, eine gute Saison hinzulegen. Und unser Trainer in Spee fängt bei uns an,
nachdem man schon weiß, okay, ich bin Trainer Nummer 2, 3. Wir wollten eigentlich Jupp. Und jetzt musst du dann anfangen, hast vorher eine schöne Klatsche bekommen zu Hause gegen FC Bayern, gegen eine C-Mannschaft, spielst noch gegen die Mannschaft im DFB-Pokalfinale. Wirst aller Voraussicht nach dort auch ordentlich kassieren. Ich finde es irgendwie insgesamt, ja, auf der einen Seite tut mir Nico leid, aber auch insgesamt, wie das alles abgelaufen ist, ist einfach schon ziemlich, ziemlich schwer für ihn. Ja, ist auf jeden Fall ein blöder Start. Ja. Gut, Pokalfinale, ob das dann tatsächlich so... Oh, der Mannschaftsbus kommt. Oh, die Bayern fahren vorbei hier bei uns. Zwei sogar. Ah, nee. Das ist nicht der Mannschaft. Noch ein zweiter Wagen, wahrscheinlich mit den Trikots. Ja, ich glaube, Müller-Wolf hat auch einen eigenen Wagen mittlerweile. Mit seinem Ego. Mit seinen ganzen Ampullen. Wo waren wir bei Nico? Ja, gut, also ob das Pokalfinale tatsächlich dann so deutlich wird, wie man das jetzt so vermutet, oder ob er bis dahin tatsächlich auch noch bei Frankfurt ist. Also die meisten Frankfurt-Fans einige, in meinem... Die sagen, es ja, könnte ja sein, ja. Also viele Fans aus so meinem Umfeld, ich habe ja dann bei uns in Hessen natürlich eine Menge Eintrachter, die sind natürlich da jetzt völlig angekotzt, wie das Ganze jetzt gelaufen ist und... würden am liebsten eigentlich sofort oder eigentlich schon vor 2 Wochen eigentlich schon rausgeschmissen haben. Einfach, weil das halt jetzt so nicht mehr funktionieren kann. Und bisher geben die Ergebnisse den Kritikern recht. Ja. Ja. Wie es dann nächste Saison läuft? Keine Ahnung, das steht noch in den Sternen. Also, wie gesagt, ich bin da entspannt. Also ich meine, jetzt sind wir, 6-mal hintereinander Meister geworden. Ist es dein Wunsch, Trainer? Welchen Trainer hättest du geholt? Nee, ich hatte auch tatsächlich eigentlich schon im Oktober eigentlich, dachte ich schon, oder wann war das, haben sie Carlo rausgeschmissen? Oktober war es, glaube ich, ne? Da dachte ich eigentlich schon, ja gut, Tuchel ist frei, passt doch perfekt, ja. Nimmst du den. Dann kam er nicht, dann dachte ich, na gut, der plant dann in Ruhe im Hintergrund die neue Saison und macht da Kaderplanung und dies und das und die treiben noch eine Weile Schabernock mit uns und machen diese Jupp-Scharade. Aber nein, es war tatsächlich so, wie die Boulevardzeitungen die ganze Zeit schreiben. Es gab nur den Plan A, Jupp, und keinen Plan B. Das war dann schon ein bisschen erschreckend, das alles so zu sehen, wie das so gelaufen ist. Also es ist schon ziemlich dürftig, wie man sich da präsentiert hat. Heute das Spiel. Es fällt mir wirklich schwer, das einzuschätzen. Ich finde es überraschend, dass so viele Experten gesagt haben, dass der FC Bayern heute wirklich noch eine große Chance hat, weiterzukommen. Von Sammer bis hin zu anderen Granden, die gesagt haben, ja, die Chance ist... Ja, was? Lachst du über Matthias Sammer? Nein. Ich wäre froh, Matthias Sammer noch beim FC Bayern wäre und nicht bei Borussia Dortmund, Felix. Ja, natürlich, ich auch. Naja, also, wie schätzt ihr die Situation heute Abend ein? Bei dem Spiel heute. Real Madrid führt quasi mit 2-1. Es sind noch 90 Minuten zu gehen. Gunnar, der Gast, immer zuerst. Wie siehst du die Lage heute? Gut, rechnerisch ist die Sache leicht. Wir brauchen mindestens 2 Tore. Das ist schon mal klar. Wir kennen ja die ganze Rechnerei. Ich gehöre ja eher so da zur pessimistischen Fraktion. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir es schaffen, aber ich bin auch schon... Warum bist du dann hier? Ja, war schon gebucht. Ein schönes Erlebnis machen wir trotzdem draus. Das ist nicht witzig. Aber, Das ist nicht witzig. Aber ja. Ich bin schon des Öfteren widerlegt worden, auch in meinen pessimistischen Annahmen. Also ich habe schon oft gesagt, das wird nichts mehr. Sogar als wir mal vor einigen Jahren irgendwie, was war das, im Achtelfinale, hatten wir 1-0 in Basel verloren. Und vorm Rückspiel stand ich in der Arena mit Leuten und dachte, die müssen ja nur ein Tor schießen, dann brauchen wir schon 3. Na gut, am Ende war es dann 7-1 oder irgendwas. Also auch da habe ich schon geungt. Dann irgendwie 1 oder 2 Jahre später, als wir in Porto verloren hatten, dachte ich, oh, jetzt wird es aber echt eng. Und auch das war dann am Ende souverän. Also von daher muss man auf mein schlechtes Gefühl wirklich nichts geben. Aber Leute, stellt euch mal vor, ihr seid Fan vom SC Freiburg. Ihr fahrt nach München und ihr wisst, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit gibt es richtig auf den Sack heute. Europapokal. Europapokal, Europapokal. Aber heute, zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in dieser Saison, sind wir nicht der glasklare Favorit. Und das macht es eigentlich auch so geil. Wir haben das Hinspiel verloren. Wahrscheinlich verlieren wir das Rückspiel. Aber wenn wir das Rückspiel gewinnen, dann wird das heute ein so geiles Erlebnis.
Da wird das alles, auf das die Eintracht Frankfurt-Fans, die SC Freiburg-Fans, die Hamburger SV-Fans, sämtliche Fans der Bundesliga, darauf warten die. Auf einen Sieg gegen den FC Bayern. Unser FC Bayern ist Real Madrid. Wir sind jetzt hier, Santiago Bernabeu. Wir können heute, was sind nur 90 Minuten zu gehen, heute können wir es raushauen. Heute können wir ins Finale der fucking Champions League. Eine Sache, an die hätte ich nie geglaubt vor dieser Saison. Dass wir es überhaupt so weit schaffen. Losglück, egal. Aber heute können wir ins Finale der Champions League eintreten. Meine lieben Freundinnen und Freunde. Und genau so, wenn das passiert, dann wird hier eskaliert, dann wird hier gejubelt, dass alles zu spät ist. Und dann fühlen wir uns genauso wie Eintracht Frankfurt, 1860 München, VfL Wolfsburg. Jetzt hör auf. Egal wer. Oh, wer war's? Oh, please. With you? Yes. Authentic. Yes, authentic. The best authentic. I wish you just the best. Just a picture, okay. We are at the moment we are recording a live show for the podcast. Okay. Okay. Okay, let's go. What's your guess for tonight? What? How will the game end? Oh, the English is very bad. Yeah. How many goals will Cristiano Ronaldo score? Only 2 goals. Two? Oh, no. Oh. Yes. Our three. Okay. Okay. Lucky. Okay. Enjoy the game. Enjoy the game. Ja, es ist witzig, wenn man nur in der Lederhosen rumläuft, da wird man schon irgendwie hier wahrgenommen. Aber ich meine, heute ist alles, auf das wir die ganze Zeit hingearbeitet haben. Heute zählt's. Heute ist unser Gradmesser da. Weil ich glaube irgendwie, wenn wir heute diesen Gradmesser nicht bestehen, ist es schon eine Zeitenwende. Dann werden wir Karrieren enden sehen. Ronaldo nicht. Robben, Ribéry etc. Also ich habe so ein bisschen das. Für mich liegt sowas in der Luft. Veränderung. Und wenn wir heute es nicht schaffen, wird es einige Veränderungen, glaube ich, geben. Und dann, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr mit Niko Kovac, Ribéry, Robben und all den ganzen Spielern nochmal in den Halbfinale der Champions League stehen. Wobei Kovac ja bewiesen hat, dass er in den Pokalwettbewerben oder zumindest in einem Pokalwettbewerb ja gut unterwegs ist. Jetzt zum zweiten Mal mit Frankfurt im DFB-Pokalfinale, das ist ja schon mal was. Und an der Stelle packe ich mal meine Lieblingsstatistik aus. Oh, jetzt pass auf. Was kommt jetzt, Alter? Wie oft hat Jupp Heynckes als Trainer in der Champions League teilgenommen? Oh Gott. Genau. Jedes Mal. Dreimal. Jedes Mal ist ins Finale. Jedes Mal kam er ins Finale. Zweimal hat er es gewonnen. Von daher würde ich sagen, einmal geht noch. Okay. Ja, das stimmt mich schon mal sehr positiv. Noch. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter ausholen, wir werden uns nachher wieder am Flughafen hören. Euphorisch, müde, die Zeit wird es zeigen. Aber trotzdem, von meinen beiden Experten, die jetzt hier sind, Hand aufs Herz, Eier auf den Tisch. Wie geht das Scheißspiel heute aus? Packen wir Real Madrid. Gunnar, du darfst anfangen. Im Elfmeterschießen gewinnen wir 5-4. Wow. Ich sag 3-2 spätestens nach Verlängerung. Ach komm, Leute, ich habe nichts zu verlieren. Ich tippe 3-0 für Bayern. Wir denken einfach an Mario Mandzukic. Ja. Der Stürmer, der mir so viel sympathischer ist als Robert Lewandowski. Unsere Love. Unser Boy-Crush. Ich hoffe einfach, dass wir es heute packen, dass Thomas Müller vielleicht so einen legendären Abend raushaut. Nein, Leute. 3-1 hat hier zuletzt in diesem Scheißstadion Madrid verloren gegen Juve. Warum sollen wir nicht auch heute Abend 3-1 gewinnen? Wir werden uns hören in der Halbzeit und danach am Flughafen. Bis dann. Felix. Halbzeit im Santiago Bernabéu. Ich glaube, ich sollte gerade überall sein auf der Welt, aber eigentlich nicht hier. Ich sollte im Bett liegen. Irgendwie eine Krankheit auskurieren, aber es ist mir einfach auch scheißegal alles, weil, Felix, ich muss sagen, ich bin stolz auf unseren scheiß FC Bayern München, weil
Ich finde die erste Halbzeit, die wir hier gespielt haben, absolut aller Ehren wert. Wir hätten mit mehr rausgehen können, Felix. Egal, wie lange es hier gebraucht hat, wie fertig wir sind, scheißegal. Das war einfach geil. 1-1, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, aber ich fand, unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, Felix. Wie siehst du die Lage? Was soll ich jetzt noch sagen? Wenn du geredet hast, hat mein Handy vibriert. Es steht 1-1. Es ist einfach mal wieder so ein Kampf, wie wir es uns seit fast Jahrzehnten, möchte ich sagen. Es ist einfach genau das, was ich will. Und ich will einfach, dass es jetzt noch 10 Stunden weitergeht. Es ist mir auch egal, ob wir verlieren. Ja. Es soll einfach weitergehen. Es ist einfach saugeil. Es steht 1-1 zur Halbzeit. Aber es ist halt echt, wie du gesagt hast. Im Endeffekt, nee, wurscht ist es natürlich nicht. Nee. Aber wir wollen natürlich, dass wir weiterkommen. Aber es ist halt einfach 11 Monate im Jahr, es ist halt einfach scheißegal, was wir da einfach abbieten, was wir da machen. Und jetzt ist einfach mal, geht's um die Wurst. Und es ist einfach so geil. Ja, ich muss echt sagen, meine Mannschaft, ich fand's auch geil, Jupp, wegen Tolisso, wegen Süle. Meine Mannschaft hat mich jetzt in den ersten 45 Minuten stolz gemacht. Kann sein, dass wir noch rausfliegen, aber die ersten 45 Minuten haben wir das geil gemacht. Das war alles, was ich vom Fußball mir erwarte. Hochspannung, jede Szene. Ich hänge jede Szene über diesen Scheißgeländer hier im Santiago Bernabéu im Stadion. Ich habe, glaube ich, Fieber mittlerweile. Mir ist alles scheißegal. Ich fand es ist einfach geil. Genau so muss der Fußball sein und ich finde, wir machen das toll. Und es kann sein, dass wir nicht dafür belohnt werden. Aber es ist mir egal, weil es gibt mir irgendwie den Glauben an den Fußball vom FC Bayern wieder. Dass der Fußball solche Gefühle bei mir auslösen kann. Und ich finde es einfach geil. Ich glaube, wir hätten da auch führen müssen. Ist mir eigentlich auch alles egal. Wir schaffen das schon. Irgendwie glaube ich es. Wenn wir es nicht schaffen, dann hat es halt der Fußballherrgott so gewollt, dann schaffen wir es das nächste Mal umso mehr. Ich kann dir überhaupt keine sachliche Analyse oder irgendwas dazu geben. Meine Oberschenkel schmerzen einfach, weil ich die ganze Zeit nur gegen dieses Geländer gekracht bin. Aber es war einfach halt nur geil. Es war einfach nur schön. Ja, ich kann auch überhaupt nichts Objektives sagen, weil du rastest hier einfach so aus. Und auch wenn es dir egal wäre, du würdest hier ausrasten, weil es geht einfach nicht anders. Und es ist einfach so krass. Und saugute erste Halbzeit. Wie auch schon das Hinspiel eigentlich. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es so weitergeht. Und dann, dass es halt dann für uns gut ausgeht. Aber ja, was soll man sagen? Einfach. Das Erlebnis an sich ist einfach mega geil. Einfach ein bisschen Spielglück, ja. Weil Chancen waren genug da. Wir haben eine zum Glück sehr früh reingemacht. Wir hatten danach noch mehr Chancen. Man darf auch nicht lügen, Real hatte auch seine Chancen. Aber es war einfach stolz auf unser Team. Was Süle da machen, was James da macht, was Ulreich da macht, was die gesamte Mannschaft da macht. Ja. We love you. Oh mein Gott. Ja, aber all das, nach was ich gesucht habe beim Fußball, haben wir die 45 Minuten schon gegeben. Und auch wenn es nichts wird, dann wird es das nächste Mal, wenn wir es schaffen, umso geiler. Aber ich glaube immer noch dran. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube irgendwie, Madrid macht sogar das 2-1, wir machen das 3-2. Da geht noch was, Felix. Einfach eskalieren. Egal, was morgen ist. Krank schreiben, was weiß ich. Also bis in 45 Minuten, ich hoffe, wir werden nicht total ad absurdum geführt, aber ich will einfach mehr davon. Und es sind 45 Minuten. Auf geht's! Felix, ich
weiß, du hast wahrscheinlich jetzt überhaupt keinen Bock. Und ich kann nicht sprechen die nächsten Tage, deswegen muss ich es jetzt noch schnell machen, bevor ich komplett zusammenbreche. Ja, wie hast du es erlebt, Felix? Zweite Halbzeit. Oh Gott. Keine Ahnung. Keine Tränen hier. Ich kann nicht mal wirklich was sagen. Felix, es war einfach scheiße geil. Es war sowas von geil. Es war alles, was ich genau gewollt habe vom Fußball wieder. Es war einfach so gut, wir hätten es schaffen können. Ja, wir hätten es gewinnen können, aber wir haben es halt nicht geschafft. Das ist echt unfassbar. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so das fühlen kann. Krass. Nicht mal beim Finale da oben habe ich geheult. Das gehört dazu, das ist Fußball, verdammte Axt. Ich bin stolz auf unsere Mannschaft, ich fand es einfach scheiße nochmal geil. Ich fand es wirklich, alles was ich gewollt habe war da und ich war sowas von überzeugt wie noch nie, dass wir ihn irgendwie noch reinmachen und dann das ganze 3-2 gewinnen. Aber es war so geil. Und, ja, ich hatte auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, aber... Ja, es ist interessant, gell, was für Nuancen dann am Ende alles ausmachen. Dann schießt halt so ein junger Typ wie Tolisso anscheinend diesen komischen Fehlpass und wir haben Chancen über Chancen. Keylor Navas. Ich habe, glaube ich, selten so einen starken Torwart gegen den FC Bayern gesehen mit diesen Typen heute. Ich fand eigentlich alles, was wir heute hier in Madrid gezeigt haben, scheiße nochmal geil. Alles, was ich vom Fußball wollte. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt hast du halt verloren und du hast das alte Endspiel verloren. Klar hast du im Endeffekt im Hinspiel verloren. Aber diese 90 Minuten hier im Bernabeu, die kann uns halt auch einfach keiner mehr nehmen. So geil, scheiß drauf, komm. Vielleicht hat der Schiri ein paar Fehler gemacht. Vielleicht hat der Real ein bisschen Glück. Aber alles, was ich am Fußball geil finde, was ich wollte, war heute hier am Start. Scheiß drauf, wirklich. Es fühlt sich nach Ende einer Ära an, finde ich. Hey, ja. Wir werden, glaube ich, hier nicht mehr hinkommen. Eben. Aber ey, wie geil haben wir es gemacht, Felix. Und wirklich, das scheiß jetzt. Das glaube ich eben auch. Es war so geil. Wir hatten alle Chancen. Wir haben es halt nicht geschafft. Und wie gesagt, ich habe nicht mehr beim Finale der Horm geweint. Oder es war mir fast wurscht. Aber jetzt ist es halt irgendwie so. Es ist halt jetzt das gehört die Ära dazu. Zu Ende. Und so muss es dann halt einfach auch am Ende sein. Ich habe wirklich... Es ist total verdient. Ich kann mal sagen. Ich habe unsere Mannschaft selten so gefeiert wie jetzt gerade nach diesem 2-2 hier. Madrid ist weitergekommen, aber hier im Stadion feiern nur wir. Halt geil, dass wir jetzt hier noch mit dabei waren. Weil ich glaube, jetzt wird es erstmal eine ganz schöne Zäsur geben. Und dass wir im Halbfinale im Bernabeu mal spielen. Bin ich gespannt. Wie traurig sein, Felix, einer Meister hier. Wir haben es geschafft, wir sind völlig zerstört. Wir haben heute den ganzen Tag hier alles gegeben. Diesen Scheiß, Madrid! Bayern! Bayern! Und sie sind halt einfach auch gut. Die Wichser haben es halt einfach verdient. Ja, das passt schon. Seit Jahren kann man nichts gegen sie tun. Aber wir haben uns gewehrt gegen die. Wir haben wirklich geil gespielt. Wie du sagst, wahrscheinlich haben wir es im Hinspiel verloren, weil es war so eine scheißgeile Leistung. Wir hätten es halt einfach schaffen können. Diese Scheiße, wir hätten es 3-2 machen können und hätten es geschafft.
Und wie geil wäre es dann gewesen. Aber trotzdem bin ich einfach nur dankbar, dass ich diesen Bayern-Fußball-Moment wieder erleben durfte. Weil genau so muss der Fußball sein, finde ich. Und das nächste Mal, wenn wir dann Real Madrid besiegen, Felix, wird es noch geiler. Da werden wir noch mehr eskalieren. Ich habe jetzt gerade schon geschaut, meine Oberschenkel sind purpur. Das ist gar nicht mehr blau, weil ich auf diese bescheuerte Scheißstange da so drauf geknallt bin. Aber so muss es sein. Ja, ich glaube, ich muss es auch aufhören. Es wird lange dauern, aber irgendwann werden wir zurückkommen. Auf jeden Fall. Danke an die Jungs, ich bin einfach ultimativ stolz. Ich hoffe, dass so Leute wie Tolisso jetzt nicht dran zerbrechen. Geil, dass so jemand wie James da das Tor gemacht hat heute auch. Ich weiß gar nicht, wer das erste Tor für uns überhaupt gemacht hat. Keine Ahnung. Ich möchte auch überhaupt keine Analyse machen. Lewandowski war mir wieder viel zu wenig und alle. Aber scheiß drauf, es war einfach sowas von geil. Jetzt wird weiter gefeiert, hier unser Team gefeiert. Und ich glaube, wird es ein bisschen dauern, bis wieder eine Folge der Erfolgsfans gibt, weil ich werde jetzt nicht mehr reden können. Wird krank sein die nächste Zeit, aber auch das war's wert. Voll auf Ibuprofen hier am Start in Madrid. Leute, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist, ey. Weiter, immer weiter. Felix, es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir heute, mit deinem Kumpel zusammen hier in Madrid. Einfach am Wahnsinn. Ja, komm. Tut mir leid, dass ich jetzt nichts mehr sagen konnte. Scheiß drauf, so ist es. Genau das ist, was ich will. Die Emotionen, der Fußball, genau das macht es doch auch im Endeffekt aus. Und da ist nicht immer alles geil. Da ist es halt manchmal so. Scheiß drauf. Das ist wieder so eine Folge, da verlieren wir so 50% unserer Hörerschaft. Und die, die dabei bleiben, die haben da mitgelitten. Wir haben euch lieb, vielen Dank fürs Einschalten, fürs immer wieder Zuhören, für eure Nachrichten, für eure Mails, für alles, was ihr uns zurückgibt, für den riesigen Spaß, den wir hatten. Und vielen Dank auch, dass ihr euch durchgequält habt durch die betrunkenen ersten 15 Minuten. Wir sehen uns dann morgen in der Arbeit irgendwann fertig bei mir. Ciao, servus, gute Nacht aus Madrid. Ciao. Nein. Das ist genauso wie bei uns. Wann wirst du mal gefordert? Öfter bei dir. Ja, schon. Wir haben die, aber gegen uns sind sie halt vielleicht noch nicht mal gefordert worden. Doch. Sondern es ist halt einfach. Doch, die wurde heute gefordert. Schießt halt ein Tor und schießt halt ein Salto. Nee. Die Wand an. Du hast es auch gesehen heute, wie die abgegangen sind. Und zwar, die waren sich ganz drüber im Klaren, dass sie es auch in die andere Richtung gehen können. Aber ich finde halt zwei Sachen. Auf dem Niveau kannst du nicht solche Fehler bringen. Im Spiel Rafinha. Ja, oder dann immer die individuellen Fehler, die verschossenen, vergebenen Chancen. Genau. Oder Tolisso und Ulreich, die das so planen. Aber, es kann auch nicht sein, dass in zwei Spielen Lewandowski und Müller das nicht hinbringen, auch noch ein Tor zu machen. Kimmich die Buden macht, Kramers die Buden macht. Das reicht für Lewandowski in der weiteren Pflicht. Das reicht aber nicht. Wo spielt der Benzema? Das ganze Spiel. Ich spiele halt nie beim Einzelnen, aber in so einem Schmuck. Lewandowski muss man immer fragen, was er jetzt will, ob er jetzt hier zu Madrid dann will. Aber die werden ihn nicht mehr wollen. Es kann gleich hier bleiben. Ja, aber dann muss er. Kann muss auch keiner gebrauchen. Das wollen wir jetzt nicht sagen, aber dann muss ich an die eigene Nase fassen. Die 20 Tore in der Bundesliga. Was er immer auflabert, dass er die absolute Weltklasse ist, ist er einfach nicht. Musst du in diesem Spiel musst du dein Tor machen. Hat er nicht gemacht. Die 20 Scheiß 20 Tore in der Bundesliga, die macht auch Wagner. Weißt du, die macht auch jeder andere. Da muss ein Scheiß. Der Geisttyp aller Zeiten, Kimmich, muss dann zwei Tore gegen die Real Madrid machen, weil Lewandowski es halt nicht hinkriegt, ein Tor zu machen. Ist er das? Ich muss jetzt auch mal selbstkritisch mit der Scheiße umgehen. Es ist, es reicht einfach bei weitem nicht. Ja, und wenn der Meinter wäre der Geilste, soll er gehen. Die 120 Millionen überweist, dann kann er gleich da rein. Ja, die werden ihn nicht mehr wollen. Der hat eine falsche Selbstwahrnehmung. Der Meinter wäre der Geilste, aber ist er nicht. Nicht mal für solche Spiele. Nein, da weißt du, der macht es ja zum Glück nicht so offensichtlich, aber er wechselt halt seinen Berater. Und genau diesen Wechsel. Und das schafft er dann. Auf den Beutel.
Und das reicht dann einfach. Soll auch forcieren, ist mir egal, kann ich gleich hier. Ja, es ist, ist auch seine persönliche Niederlage. Ja, aber es ist halt schon geil. Ja, letztes Bild noch hier. Mit verheulten Augen. Santiago Bernabeu. Fuck you. Aber schau. Ja, ja. Das war das einzige Spiel in den letzten 10 Jahren, was irgendwie Spaß gemacht hat. Aber es war richtig geil. Ja, ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich befürchte leider, dass es trotzdem keine größere Zäsur geben wird, erstmal wieder. Sondern, waren ja super erfolgreich. Champions League Halbfinale. Besser geht ja nicht. Ist ja auch, muss man ja auch sagen. Einerseits halt, ja, andererseits ja man nicht. Das war der Nuance. Es ist halt einfach nur Glück, überhaupt dahin gekommen zu kommen. Ja, das andererseits traurig, hast du es natürlich fast ins Finale geschafft. Das oder traurige ist halt vielleicht geschafft, eigentlich oder verdient gehabt, aber... Ist eigentlich die Schlagbarkeit. Ja. Aber, um Hermann Gerland zu zitieren und auch Pro-Gamer, immer Glück ist halt auch Können. Ja. Und, weiß ich, es hätte ein Ding und dann schaffst du das halt. Die Leute, um die es mir am meisten leid tut, wie Kimmich und so, die haben noch die zweiten Chancen. Das passt schon, aber ob du halt so weit kommst, ist halt die andere Frage dann. Ja, und vor allem... glaube ich jetzt halt auch für mich, weil ich meine, es ist mir noch nie so nah gegangen, es war mir immer scheißegal, aber es ist halt auch einfach schon die Generation. Ja, voll, es ist halt ein Generationswechsel. Wo du das gleiche Alter hast und mit dem du halt, was du, die halt immer da waren, und wenn du da warst irgendwie. Ja, und es sind immer weniger geworden, jetzt gibt es halt gar keinen mehr. Ja, bald, ja. Und dann sind es halt nicht mehr Schweinsteiger, Lahm, Ribéry, Robben, sondern andere. Ja. Aber die halt loszulassen, fällt dann immer auch schwer. Aber trotzdem, Felix, muss ich halt auch nochmal sagen, alles, was ich erhofft habe vom Fußball, ist heute eigentlich passiert, bis auf die Krönung. Ja, weil es war so die geile Anarchie. Ich habe jede Sekunde so genossen, mit dir da im scheiß Stadion abzugehen. Und es war so absurd, weil ich war mir so sicher wie noch nie. Ich habe den Felix die ganze Zeit zugelabert. Ja, gleich ist das Tor. Ich habe so gesagt, nee, wir dürfen nicht zu früh das Tor schießen. Ich war mir so sicher, dass wir das packen irgendwie. Weil das war irgendwie... Das war wie gemalt. Manchmal klappt es halt dann aber halt doch nicht. Aber so ist halt der Fußball. Wenn es nächste Mal, wenn es dann klappt... Ist es dann halt. Ich würde es machen. Weil ja, müssen wir. Ja, hängen, lass uns da abhängen. Ja, Sonderflug 2. 1. Dann müsst ihr genau in die andere Richtung. Wir suchen gerade unseren Bustransfer hier. Weißt du, was die Scheiße ist? Dass wir jetzt wieder so lange warten müssen, um an diesen Moment überhaupt hinzukommen. Ja. Weißt du, du wirst... Ich meine, ehrlich gesagt, wir haben es seit Jahren nicht verdient, überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Oh. Aber jetzt waren wir da und es ist halt dann wieder so nah. Ja, das war und halt... Jetzt wird es umso härter, wird der Weg. Weil, klar. Weil, ja, wie gesagt, ehrlich gesagt haben wir es... auch dieses Jahr nicht verdient und die letzten Jahre schon gar nicht. Stell dir vor, was Kovac jetzt leisten muss. Der alte Vogel. Ja, es ist halt absurd, dass du dann wieder dich durch, in Anführungsstrichen, durchspielen musst jetzt. Spiel, da. Spiel um Spiel, was eine einigermaßen Bedeutungslosigkeit hat, um dann wieder hierher zu kommen. Schon geil. 39 zu 16 Torchancen in zwei Spielen und du gehst mit 3 zu 4 daraus aus so einem Spiel. Ja, bist du halt einfach zu schlecht. Das reicht halt einfach nicht. Kein Tor schießt. Ja. Und die
ja, die Außenverteidiger und so müssen die Tore machen. Ja. Das reicht halt nicht. Wenn du die Tore nicht machst. Zweimal Kimmich. Wie gut, wie viel Ball? Einmal James. Du bist halt der Idiot. Du bist zu schlecht, wenn du die Schuss-Tore machst. Schon nach dem Fußballspiel. Aber das ist sowas von abkackt, Mann. Und gibt's so Ulreich da jetzt eine Schuld in der Bude? Nö. Also es ist irgendwie so eine Kombination. Tolisso spielt den Ball komisch, Ulreich. Ulreich geht komisch drauf, aber also das Idiotischste wäre jetzt irgendwie Ulreich, der die krasseste Saison überhaupt gespielt hat. Auch wenn er vielleicht bester, gemacht hätte. Bester Mann. Wie auch ever. Nein, wir hätten also, mit Manuel Neuer das Spiel auch nicht gewonnen. Überzeugt davon. Wir sind auch nicht weitergekommen. Es ist gut vor uns, oder? Ich stelle mir vor, dass es so vor. So gleich ungefähr in jedem Spiel ein Fehler von vornherein angekreidet. Dann ist er einfach so mega geil. Das ist Wahnsinn. Das ist so, egal, was du für eine Scheiße baut, kannst du nicht angreifen. Ich freue mich halt auch Leistung von Kimmich, auch Leistung von Süle, der den Boateng-Ausfall eigentlich gut kompensiert hat und so. Schon viele auch positive Sachen, trotzdem wird die Mannschaft, glaube ich, auseinandergerissen jetzt relativ gesehen. Ja, irgendwo hoffe ich so. Ich weiß, es ist übel, dass sie auseinandergerissen wird, aber es ist halt auch Zeit. Ja. Es war halt ein letztes Aufbäumen von dem alten Rennpferd, was auch gar nicht so schlecht war jetzt. Aber auch anerkennen musste, dass es da nicht reicht. Nö. Andererseits, wenn sie es jetzt wieder geschafft hätten, wäre wieder alles super gewesen. Aber so ist es auch alles super. Das ist ein Halbfinale geschafft. Naja, wahrscheinlich. Viel mehr geht natürlich auch nicht, aber. Dann gehst du halt mit der Meisterschaft und DFB-Pokal-Sieg nach Hause und im Halbfinale Champions League. Und trotzdem hat die gesamte Saison vom FC Bayern dieses Jahr 6 Tage vom Hinspiel bis heute gedauert. Alles andere war nichtig. Ein Muster ohne Wert. Und das obwohl eigentlich dieses Jahr. Schmidt stressig. Wir haben ja gestartet mit Ancelotti. Wir haben Willi Sagnol als Trainer gehabt. Und wir haben Jupp gehabt. Der hat alles. Ich glaube, alles rausgeholt, was man rausholen kann, auch mit dem Kader in der Zeit. Das war mega. Jetzt halt in den entscheidenden Spielen Pech gehabt, klar. Einerseits, naja. Ja, aber es ist ja absurd, in den entscheidenden Spielen Pech gehabt, die 2 Spiele. Ja, die 2 entscheidenden, einzigen Spiele. Du kannst es eigentlich gar nicht überreden. Du kannst eigentlich gar nicht überreden. Ja, du kannst eigentlich gar nicht sagen, dass du den entscheidenden Pech gehabt. Weil. Hast du überhaupt Glück gehabt, dass du da überhaupt hingekommen bist? Ja. Und schwer zu beurteilen, aber du hast es überhaupt nicht verdient gehabt, ehrlich gesagt, finde ich, im Halbfinale zu spielen. Ja. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, wenn du im Achtelfinale mal gegen eine vernünftige Mannschaft, im Viertelfinale gegen eine vernünftige Mannschaft spielen musst, dann hättest du vielleicht mal gewusst, wo du stehst. Aber so wie wir spielen, hast du es nicht mal im Viertelfinale verdient gehabt. Und weißt du, was ich unseren Verantwortlichen dann auch richtig schön gönne? Wenn ein Trainer Julian Nagelsmann besser abschließt als Niko Kovac bei weitem. Und wenn ein Trainer Jürgen Klopp die Champions League dann holt. Und das würde mich wirklich freuen. Ja gut, Kloppo. Ich hoffe, Kloppo haut die einfach richtig weg. Muss der aber richtig weg. Weil er gegen Real Madrid spielt. Nein. Einfach weil Kloppo einfach. Von seiner Art gönnt es ihm natürlich jeder. Mit voller Sympathie
mit vollem Angriffsfußball, mit allem, was den Fußball geil macht. Ich hoffe einfach, dass das reißt und dass da nicht irgendwie, dass ich mir nicht Ronaldos scheiß definierten Oberkörper anschauen muss, wenn er wieder im Champions League Finale ein Tor macht. Ein Elfmeter. Das lächerlichste letzte, das lächerliche letzte Tor, was er dann noch macht und dann, da möchte ich lieber Mo Salah sehen. Tausendmal sympathischer, saugeil. Soll Fußballer des Jahres werden, soll das Ding machen, soll Klopp mit Klopp und die Champions League gewinnen. Ja. Klopp, auch Kloppo ist ein Mann, den wir ja auch hätten haben können. Mhm. Aber der muss man halt auch sagen, wie Arsch auf einmal passt in Liverpool und bei uns halt ja. nicht passen würde. Ja. Nicht in dieser Art, mit seiner Mentalität. Wie er das lebt. Und hat er auch selbst gesagt. Ja, wie der also, alle mitreißt. Er ist da in Liverpool und vielleicht ist es halt auch sein letzter Job. Weil ja, keine Ahnung. So perfekt, wie er dahin passt, passt er nirgendwo an. Du musst halt auch sagen, du hast Firmino, der aus der Bundesliga kam, du hast Sané, der aus der österreichischen Liga kam und aus diesen so Leuten... Schwarz, ja. Okay, war der bei Basel? Nee, Entschuldigung. Sané, oder? Salah meinst du? Ja, Salah aus der Schweiz. Salah kam doch von Basel, oder? Ja, genau. Und diese Typen hat er halt... auf den Punkt perfekt gehabt und es ist einfach nur geil war. Dass es vielleicht nach 70 Minuten nicht mehr passt, aber dass es einfach nur geil war. Ja, und auch Machet Kloppo. So ja. So. Und hier, wie heißt der andere Hanse? Im was Mittelfeld. So, die keinen anderen haben wir. Was glaubst du? Was glaubst du, wie der Kloppo und ganz Liverpool eskaliert, wenn die das schaffen? Ja. Das wird unfassbar. Das ist, ja. Felix, habe ich dir schon mal die Story erzählt? Habe ich dir schon mal die Story erzählt, wie ich in der Hessingpark-Klinik in Augsburg mit Patrick Uwe Mojela das Spiel Liverpool gegen AC Mailand im Krankenhaus geschaut habe, Felix? Beste Story. Beste Story. Völlig Eskalation. Mojela ist ja so irgendwie Jugendtrainer beim BVB, gell? Ja, und ich habe jetzt wieder Connections zu Patrick. Tatsächlich. Weil der. Auch in einem ähnlichen Geschäftsbereich was macht jetzt nicht. Okay. Das ist super, super witzig war das. Ey. Völlig fertig da, das Spiel angeschaut, völlig eskaliert. Das tut eigentlich überhaupt nichts. Außer dass Kloppo das holen muss, das Ding. Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte mir wohl jeder. Ja, ich glaube auch. Also ich finde es halt auch, du musst es auch erstmal hinkriegen. Als Trainer von Liverpool. Dass du dich gleichzeitig auch über so hochpolitische Fragen äußern darfst und jeder dich dafür abfeuerst, weil du einfach die richtigen Worte findest zum Thema wie Brexit oder was weiß ich alles. Das ist schon krass. Ah, krass, ey. Was auch schade ist, wenn wir jetzt hier weiterspielen im DFB-Pokalfinale, es wird auch alles schon wieder halt so entwertet. Auch für Jupp tut es mir schon fast ein bisschen leid. Mhm. Jupp, die absolute Legende, hat er so geil gemacht, einfach alles, was er aus der Saison noch rausgeholt hat. Ich habe ja, überhaupt nicht gedacht, dass wir überhaupt ansatzweise so weit kommen. Nee. Haben wir auch wirklich verdient, wie gesagt. Ja, klar. Er muss halt das Pokalfinale gewinnen und je höher, umso geiler. Aber für die Zukunft ist es umso schlechter. Und die Messlatte für Nico liegt halt auch jetzt sehr hoch, muss man sagen. Ey. Kommt jetzt da an, muss das alles regeln. Dafür kann er nichts. Dafür kann er nichts, aber du weißt doch, wie die Medien funktionieren. Die werden ihn einfach zerfetzen. Ja, natürlich. Und man kann es auch nur nochmal sagen, wenn du dir überlegst, wenn unsere Führung anders gehandelt hätte, hätten wir halt Lahm und Tuchel haben können. Und jetzt haben wir Brazzo und Niko Kovac. Da muss ich halt schon leise weinen. Was ja nicht heißt, dass die jetzt alles gerockt hätten. Das weiß der nie. Servus. No. Gegen Jürgen. Komm schon bitte. Ja, aber es ist halt irgendwie bitter auch, gell? Auch wenn du dir das Amateure-Spiel anschaust. Auch dort der Trainer.
Man weiß gar nicht, wer wird jetzt der Nachfolger? Wie geht's weiter? Der ganze Verein steht für mich vor der Zäsur. Ja, das ist eine geile Arbeit geleistet über mehrere Jahre und dann wird einfach rausgeschmissen im Endeffekt. Ja. Das stellst du dann 23:49 Uhr in Madrid fest. Ja, das ist eigentlich so, alles im Kontext. Das alles zusammen war einfach zu viel emotional heute irgendwie. Mit Hämmern im Kopfschmerzen, mit, was weiß ich, als wie viele Schüben. Ist so, echt. Kein Wahnsinn. Auch, ja, für mich. Also. Wie geht's jetzt für dich als Fan weiter, Felix? Das ist ein bisschen. Aber. Wenn es ein Ding da wäre? Wenn ich jetzt auch nicht gerade krank war, aber während des Spiels hatte ich auch schon so mega Kopfschmerzen. Ja, sehr mein Blick. Jetzt habe ich keine Kopfschmerzen, aber das war echt so während des Spiels. Könnte das vielleicht daran liegen, dass wir heute 15 Bier getrunken haben? Ja, kann durchaus sein. Unter Umständen. Durchaus, aber. Ja. Magst du ein Buch? Jetzt geht's mir super. Ach so, geil. Okay. Ich fühle mich weder besoffen, noch habe ich Kopfschmerzen oder irgendwas oder Durst. Ich habe mega Durst. Also grundsätzlich fühle ich mich super, ich fühle mich aber andererseits natürlich mega scheiße. Wir können weiter heulen. Ja, ich bin so froh, dass wir es trotzdem gemacht haben. Ja. So ein legendärer Tag mit deinem Kumpel. Ein Wahnsinn. Hast du ihm jetzt eigentlich das Geld noch gegeben? Was scheiße. Ja, ich hab's versucht, aber er wollte einfach. Sollen wir ihm einen Gutschein kaufen? Das bringt nichts. Brauchst du Verteidiger bei Bayern? Kenn mich dafür, dass er eins. Na gut. Wie gesagt, ich hab, war beim WM-Halbfinale in Deutschland in Dortmund, war ich im Stadion und ich hab's verkraftet. Ich war beim Finale daheim, war ich nicht im Stadion. Da war ich im Olympia, im Olympiastadion, zusammen im jämmerlichen Stadion. Aber das habe ich schwer verknuspern können, ehrlich gesagt. Da haben wir uns eine halbe Stunde eingegraben und dann keinen. Aber was bei beiden, Spielen halt der Unterschied war, dann wusstest du, das ist nicht das Ende. Ja, du wusstest, danach geht's weiter. Ja, und jetzt ist es halt einfach so. Wie gesagt, ich habe nie. Ich habe noch nie wegen Fußball geheult eigentlich. Aber heute war es irgendwie so. Kam so. 12. Mai. Alles zusammen. Ich würde das aber auch mal wieder ganz. Eigentlich ist es schon seit Jahren vorbei. Aber es wurde immer halt so irgendwie hingehalten. So ein Abschied auf Raten. Ja, immer irgendwie hast du es doch noch irgendwie ins Halbfinale geschafft. Also, obwohl du es schon seit Jahren nicht mehr verdient hattest. Also finde ich. Das ist irgendwie geschafft, aber eigentlich hat es nicht verdient. Und jetzt ist halt echt mal. Jetzt gut. Die anderen Male war ich halt nicht dabei und so. Aber jetzt war ich halt vor Ort. Schon noch was anderes, gell? Ja. Aber ich war im Finale der Horn, war ich schon so übel zerstört wochenlang. Also wirklich, das war. Das war auch schon zu viel. Bei mir nicht so. Okay, zu mir war das schon so. Das war schon ja, da im Stadion. Also was der Leitner stellt, also du hast mit der erzählt. Ja, ich heute ist es so eine absurde Mischung aus Trauer und Stolz in mir. Ich fand es wirklich geil, was wir gemacht haben. Ich fand es wirklich geil, dass wir hier waren und das alles miterleben durften. Auf die bringen ich war ja. Ja, aber andererseits muss ich sagen, Real Madrid sind nicht viel besser. Nö. Vielleicht sind sie auch gar nicht besser. Aber es sind dann auch die größere Mannschaft, weil seit Jahren, seit jetzt 4 Jahre nacheinander, einfach mit den gleichen Spielern gewinnen sie einfach alles, weil sie einfach auf dem Punkt fit sind und einfach auf dem Punkt die Tore dann. Ich habe jetzt ja noch nichts gehört, aber ich bin gespannt und ich hoffe mal, dass wir nicht irgendwie die Schuld am Schiri oder irgendwas suchen, weil. Das haben wir uns eigentlich selber alles gegeben heute. Einfacher geht's nicht. Fehler gemacht, Chancen nicht reingemacht.
gemacht. Aber, fertig. Ja, in Madrid, die sind nicht viel besser. Aber seit vielen Jahren machen die halt einfach dann in den wichtigen Spielen die Toren. Und im Endeffekt sind sie dann halt doch besser. Das ist halt, wie du hier oder wie Hermann Gelland sagt. Klar. Wenn immer Glück ist Können. Immer Glück ist Können. Und das machen die halt in Perfektion. Und dann sind sie halt auch einfach die Besten. Ist auch geil, was man so für Gefühle hat, dass man halt so. Ich werde auch mal teilweise super sauer auf den Gegner. Die nur noch am Hassen. Und ich frage mich dann nochmal, freuen die sich dann selber oder denken selber, ach, wir haben es eigentlich verdient? Aber so ist es halt gar nicht, gell? Die feiern das komplett ab. Ja, aber die Madrilenen waren ja trotzdem hier heute eigentlich total nett, oder? Das war das letzte Mal. Ich weiß nicht, wie viele Fotos wir gemacht haben. Oh. Okay. Boah. Wow. 6 Stunden sind wir in München. Bis dahin. Schau. Felix, du darfst nicht schlafen im Flugzeug, bitte. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans. Für